Und willkommen Hey, zum nächsten Teil. erinnerst du dich an unsere Theorie, dass Sir Francis Drake seinen Tod vortäuschte? Ja. Okay, das hat er. Ich habe den Sarg entdeckt. Vor der Küste Panamas? Ja, ja. Okay, und jetzt halte ich fest. Ich öffne ihn also. Echt? Keine Leiche drin. Aber der Boden ist sein altes Tagebuch. Verarschst du mich? Tja, was soll ich sagen? Noch eine verschollene Stadt zerstört und wir sind lebend rausgekommen. Gerade so. Unglaublich. Ja. Ja, das war's. Schade, dass du nicht da warst. Nein, es ist wirklich unglaublich. Du stolperst schon wieder über eine archäologische Goldgrube und schaffst es, am Ende mit leeren Händen dazustehen. Wie immer. Tja, das ist wohl mein Schicksal. Aber ich habe schon hier und da ein paar schöne Sachen gefunden. Hm. Hat fürs Auto gereicht, das Haus, den Verlobungsring, den... Verlobungsring, ich bin verheiratet. Unglaublich. Elena aus den Geschichten, sie ist meine Frau. Du musst sie kennenlernen. Heute Abend. Dinner, bei mir. Du kommst zum Essen, dann erzähle ich ihr von dir. Mist, ich muss ihr von dir erzählen. Nathan, ich stecke in Schwierigkeiten. Was? Wovon redest du? Was ist denn los? Sagt dir der Name Hector Alcazar irgendwas? Ja, dieser Drogenbaron. Der Schlechter von Panama, oder? Wieso? Eine lustige Geschichte, aber im letzten Jahr war er mein Zellengenosse. So bin ich aus dem Knast gekommen. Siehst du heute gar nicht? Samuel, komm her. Hör mal. Die Wachen. Sie singen. Naja, die sind bestimmt besoffen. Kann sein. Aber sie sind zufrieden. Wie können sie mit ihrem mickrigen Leben zufrieden sein? Ihrem erbärmlichen Job? Naja, sie haben Ehefrauen, die auf sie warten. Was haben wir? Nichts für ungut. Wir haben Ehrgeiz. Oh. Und wenn wir hier rauskommen, wird uns dieser Ehrgeiz weiterbringen, als es sich diese Idioten vorstellen können. Tja, dein Optimismus in allen Ehren. Was hast du vor, wenn du hier rauskommst, Samuel? Das heißt, falls ich hier rauskomme, du kannst es dir sicher vorstellen. Kann ich. Aber ich will, dass du es sagst. Ich werde den größten Piratenschatz aller Zeiten finden. Was du inzwischen bestimmt schon nicht mehr hören kannst. Oh nein. Die Geschichte von Henry Avery und seinen 400 Millionen in Juwelen und Gold ist mein liebstes Schlaflied geworden. Glaubst du wirklich, du kannst ihn finden? Wenn ich die Chance dazu habe? Auf jeden Fall. Ehrgeiz. Wie heißt das Zitat von Avery? Ich bin ein Mann des Glücks und ich muss mein Glück suchen. Oh. Mir gefällt, wie er denkt. Was zum Teufel? Die Chance unseres Lebens. Señor Alcázar, me alegro verlo. Sag mir den Key. Wow. ¿Qué hacemos con él? Samuel. Bist du bereit, dein Glück zu suchen? Ja. Vamonos. Ach du Scheiße. Kapitel 5 und wir stecken in der Haut unseres eigentlichen Bruders. Wie lange hast du das schon geplant? Seit ich hier reingekommen bin. Samuel, beeil dich. Wir müssen schnell sein. Heilige Scheiße. Das wird er uns sicherlich nicht umsonst schenken. Von daher müssen wir ihm vermutlich dann nachher den Piratenschatz suchen.
pedazo de Ocúpate mierda. De la puerta. Nunca saldrás de aquí. Silencio. Verdammt. Diese Kerle sind Sadisten. Gehen wir hier mal rein und schauen uns das alles hier an. Hier. Die wirst du brauchen. Oh. Er will etwas von uns? Ah, okay. Komm schon. Die Waffe. Nehmen wir sie. Du weißt noch, wie man damit umgeht. Ja, das kommt schon wieder. Abran todas las puertas. Hector! Damit löst du einen verdammten Aufstand aus. Ja, genau. Aganlo. Bleib in der Nähe, Sir. Und jetzt müssen wir sie einmal unterstützen. Und hinterher. Das ist verrückt. Oh, erstmal in Deckung. Okay, wir haben keine Schuss mehr. Brauchen Munition. Und in Deckung. Wieder in Deckung. Und unseren Rettern hinterher. Munition aufnehmen. Wir dürfen nicht sterben. Oh Gott. Jetzt geht's nicht sonderlich gut. Gehen wir mit hier mal in Deckung. Siehst du? Okay. Das sehe ich. Und wieder Munition einsammeln. So. Und was jetzt? Estamos en posición. ¿Están listos? Sí. Busquen dónde cubrirse. Samuel, geh en Deckung. Was? Warum? Tu's einfach. Oh Gott. Heilige Scheiße, ist du okay? Ja. Ja, mir geht's gut. Estamos bien. Okay. Was weiter passiert, seht ihr in der nächsten Folge von Uncharted 4, A Thief's End. Bis dann. Ciao.